mitgekriegt hier. Der ist ja vor ungefähr 10 Tagen gekommen. Nee, vor einer Woche oder so. Naja, egal. Jedenfalls ist er da. Und mit denen habe ich wieder zusammengeschraubt gerade. Die Bremsscheibe. Der ist immer noch platt. Aber den kann man immer noch gebrauchen für irgendetwas. Den heben wir mal auf. So, dann bauen wir jetzt hier dieses Vollgummirad hier ein. Oh. Der hier hatte ja Luft verloren, war platt. Dann habe ich den gewechselt und irgendwie muss ich innen drin den Schlauch kaputt gemacht haben. Beim Einbau jedenfalls verliert er ruckzuck die Luft. Also, dann bauen wir den mal dran hier. Weil den brauche ich ja dann ja, den Scooter, wenn ich schon wieder zum Bahnhof fahren muss, um mit dem Zug zu fahren. Weil ich ja gestern war der, also heute ist der letzte Tag, um meinen Elektroroller, den 45 km/h Roller, wieder zurückzugeben. Und da die sich ja nicht gemeldet haben wegen Reparatur von meinem Roller, ja, habe ich mich gezwungen gesehen, da den Button zu drücken bei Amazon, und dass sie den wieder zurücknehmen, weil heute ja der letzte Tag ist. So, gut, machen die mir natürlich einen Vorschlag, was mir lieber wäre, ne? Dass sie sagen, es kommt einer vorbei, repariert ihn, beziehungsweise sagen mir, wo ich den hinbringen kann, dass sie den reparieren umsonst, ne? Logischerweise. Dann, ja, würde ich das machen, dann ist mir das lieber, weil es ist eine tolle Sache, mit dem Roller zur Arbeit zu fahren als mit der Bahn. Naja, gut, kümmern wir uns hier jetzt erstmal um den Reifen. So. Alles wieder drin. Er dreht sich richtig, ohne zu bremsen. Das ist schon mal gut. Oder mal gucken. Oh, halt, ja. Ich habe mich auch immer schon gewundert, warum der bremst hier. So. Jawohl. So bremst er. Jawohl. Fast durch die geschlossene Tür gereicht. Wunderbar, funktioniert auch. Ich probiere den nachher draußen noch mal aus. Ich will nur erstmal duschen. So stinkig und ungepflegt. Gehe ich mal jetzt nicht vor die Tür. Noch mal rasieren, die Haare schneiden und dann probiere ich das draußen mal aus. Aber so macht er schon einen guten Eindruck. Gut, die Farbe gelb ist jetzt nicht schön, aber ist egal. Wichtig ist, dass ich keinen Platten mehr kriege. Vorne ist der Motor. Wenn der, ist ja auch noch Luftbereifung, wenn der mal platt ist, da habe ich mir ja den anderen gekauft, den schwarzen Waben Gummireifen ohne Ventil. Also auch so wie der gelbe mit diesen Löchern in schwarz. Wenn der vorne platt ist, wird der auch gewechselt und dann habe ich meine Ruhe, Gott sei Dank. So. Ja, den Akku, ja, den habe ich extra gekauft. Weiß ich jetzt nicht, aber, ja, wenn ich den Elektroroller 45 km/h wieder zurückgebe, was mit diesem ist hier, weil ich den ja extra gekauft hatte. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn auch los, notfalls unter Verluste. Na, wie gesagt, am besten ist, die reparieren wir das.
Naja, schauen wir mal. So, frisch geduscht. Schön heiß geduscht, vor allem schön verschwenderisch, wie ich das gehört. Und dann einmal kalt abgeduscht. Damit schön erfrischt bin, weil draußen ist ja schön heiß. So, jetzt will ich aber erstmal hier meine Wäsche. Habe ich schon was drin? Auch schon Waschmittel, flüssiges. Oh, kommen da hier zwei warme Gießkannen Wasser rein. Und dann wird er ab und zu mal umgerührt. Morgen früh ausgespült und aufgehängt draußen zum Trocknen. So, muss gleich noch was nachgeholt werden. Paar Eimer Wasser holen für die Toilettenspülung. Und der ist auch leer. Kann man mitnehmen. Na, kannst mit rausgehen, Digga. Komm, ist schön warm. Komm schon hier. Hopp. So, jetzt kommt die letzte Kanne. Dann habe ich drei Stück reingemacht. Schön warm, beziehungsweise fast schon heißes Wasser. Aber nicht über 55 Grad, sonst schmilzt das Ding hier. So, mal gucken, ob alles da reinpasst. Ihr seht es ja, wie weit das schon ist. Muss natürlich auch auf den Schlauch aufpassen, weil hier, seht ihr, steigt das ja mit, dass es dann hier oben nicht rauskommt. So, das war das. Ja, jetzt wird gleich ein bisschen umgerührt. Und dann wird es einweichen. Dann lasse ich das einweichen bis morgen. Ab und zu mal umrühren, umdrehen. Morgen früh ausschleudern und dann aufhängen. Dann ist es trocken und alles wunderbar. So, vorsichtshalber hier übers Becken drüber. Im Fall, dass hier losgeht, der Schlauch. Dass ich die 15 Liter hier nicht hier im Raum verteilt habe. Man kann sie hier reinfließen. So, mal gucken, ob ich auch noch drehen kann jetzt. Ja, das geht. So, mal andersrum. Seht ihr, wird schon leicht grau, das Wasser. So, jetzt werde ich den Roller ausprobieren, ob er funktioniert und wie sich das anfühlt ohne Luft, sondern mit einem Vollgummireifen. Das glaube ich gleich.
So. Da ich spät aufgestanden bin und gefrühstückt habe, ziemlich spät, gönne ich mir jetzt am Abend hier so ein paar kleine Piccolinos, die reichen. Ein Pudding und das war's. So. So, wie ihr ja in meiner Top-Figur gemerkt habt, ja, ist es, habe ich fast mein ganzes Gewicht wieder drauf. Aber ich habe mir gedacht, ist doch eigentlich Blödsinn, jetzt abzunehmen, weil es wird alles teurer. Und in ein paar Monaten gehe ich mal davon aus, werden wir uns eh nicht mehr so viel leisten können. Da werden wir von alleine alle abnehmen. Und deswegen genieße ich es, solange ich mir es noch leisten kann, das Essen. So. Ah, gestern Freitag hatte ich ja frei. Das heißt, ich bin morgens um 6 Uhr aus der Schicht gekommen, gewartet bis 8 Uhr. Dann war ich beim Plasmaspenden bis um 9 und dann mit dem Roller nach Hause. Da war ich so zwischen 10:30, 10:45 war ich hier. Dann umgestiegen ins Auto, runtergefahren in die Stadt und einkaufen gewesen, Lebensmittel, was man so braucht, mit dem Auto wieder zurück und ja, dann den Tieren was zu fressen gegeben, ich habe gegessen und dann aufs Sofa. Da bin ich dann beim Fernsehen gucken eingeschlafen, circa morgens um 3 Uhr wach geworden. Noch ein bisschen Fernsehen geguckt, bis um 6, dann wurde ich wieder müde, bin hoch ins Schlafzimmer, dachte mir, naja, so 2, 3 Stunden, dann werde ich alleine wach. Ich hatte ja schon geschlafen. Ja, nix war ich. Bin dann erst um 15.15 Uhr wach geworden. Da war der ganze Tag schon wieder gegessen und ich hatte noch so viel vor. Naja, gut, dann habe ich erstmal gefrühstückt, nachmittags. Ja, dann habt ihr es ja gesehen, dann gewechselt den Reifen vom Scooter und ja, geduscht und bla bla bla. Also heute nicht viel getan. Morgen ist Sonntag, da werde ich mal mit dem Hund ein bisschen rausgehen, mich mit dem ein bisschen beschäftigen. Ja, der arme Kerl tut mir auch total leid. Oh, und dann ja, muss ich mal gucken, was ich jetzt so machen kann, was nicht laut ist. Wegen, man kann es ja hier dann sonntags kein Rasen mähen und sowas. Muss ich mal gucken. Vielleicht ein bisschen Unkrautzupfer oder so. Und Montag dann Rasen mähen und Straße fegen und den Kram. Tja. Ja, meine Katze, weiß ich auch nicht, wo die ist. Die, seit dem letzten Mal, wo sie unter dem Auto miaut hatte, seitdem habe ich sie nie wieder gesehen. Das sind jetzt, das war am 18.07. glaube ich, war das gewesen. Da, ja, da habe ich die das letzte Mal gesehen. Keine Ahnung, wo die ist. Naja, gut. Ja, jetzt will ich erstmal was zu essen machen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Alles klar. So, sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Dann, ja, das mit dem Roller, mit dem 45er-Roller hatte ich ja schon erzählt. Ja. Leider muss ich ihn zurückgeben, weil heute der letzte Tag ist für die Rückgabe. Ich wäre natürlich froh, wenn man mich am Montag noch anschreibt. Ja, man, na, wird ihn reparieren, bla bla bla, dann behalte ich ihn natürlich. Ja. Ansonsten weiß ich ja gar nicht, wie ich den anderen Akku loskriegen soll. Der hat ja auch 899 Euro gekostet. Ja, und den kann ich auch nicht gebrauchen ohne Roller. Naja, alles klar, ihr Strolche, haut rein, wünsche ein schönes Wochenende.